Zeit ist natürlich alles auf Kurs. Dominic Thiem, Alex Baer noch in Acapulco im Finale. Besser kann es eigentlich nicht sein. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass er ein bisschen später zum Davis Cup hinzukommen werden. Aber nichtsdestotrotz haben die anderen zwei dafür zwei, drei Tage Zeit, sich alleine darauf vorzubereiten und haben den Platz natürlich zur Verfügung. Und ich freue mich einfach, dass das Team gut drauf ist und ja, dass alles passt. Ja, das ist ganz klar natürlich. Ich möchte gewinnen, jetzt einmal gegen Portugal, um dann im Sommer gegen die Ukraine zu spielen. Aber ich möchte einfach den Dominic auch pushen, dass er sein erstes Match im Davis Cup gewinnt. Für Gerald Melzer ist es auch eine neue Situation, ist von Anfang an mit dabei und weiß, dass er fix Einzel spielt. Ich möchte einfach die Spieler unterstützen, dass für Österreich die Punkte holen und letztendlich, dass wir mit 3 Punkten nach Hause fahren und als Sieger natürlich. Der Start in Melbourne war natürlich gut. Ich habe dort im Vorbereitungsturnier für die Australian Open gut gespielt. In der Quali in Dustin Brownstein, das war eine gute Leistung. Und ja, danach bin ich leider krank geworden, es hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Aber jetzt bin ich schon am Weg der Besserung und wieder voll fit und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen wieder passen wird. Ja, letztes Jahr war ich natürlich in Kitzbühel schon dabei beim Davis Cup, aber nur als Sparringpartner. Jetzt bin ich im Team dabei und das ist natürlich eine große Ehre für mich. Ich werde alles geben im Training, dass ich die Jungs so gut wie möglich vorbereite. Beim Davis Cup? Ja. Aufs offizielle Diener. Letzte Frage, was ist im Moment dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied zurzeit? Mich kann nur Liebe retten. Okay. Ja, Gerald, gratuliere zu den 3 Challenge-Titeln. Wie ist jetzt aktuell die Form? Dankeschön. Ja, ich habe gut gespielt, habe viele Matches gewonnen und habe Selbstvertrauen dadurch und ich glaube, dass die Form passt. Jürgen, an dich die Frage, wie geht es der Schulter aktuell? Ja, im Moment so wie sie gehen soll, auch nach dieser OP. Es ist jetzt 3 Monate her. Mit Fortschritt bin ich zufrieden, so wie die Reha verlaufen ist und dauert halt jetzt noch, jetzt schon langsam geht es zum Kraftaufbau hin, weil Muskeln habe ich links keine mehr, aber das ist auch normal und also ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden. Kannst du das Gefühl beschreiben, wie es ist, Davis Cup zu spielen? Für mich war es immer eine sehr, sehr große Ehre, einfach allein mal den Adler auf der Brust zu tragen und wirklich die Hymne zu hören und dann am Wochenende einfach Gas zu geben. War für mich immer eine der besten Wochen im ganzen Jahr. Was gibst du deinem Bruder jetzt mit nach Portugal? Wir haben die Situation, da gab es gegen Schweden schon einmal und ich unterstütze ihn natürlich oder werde ihm den einen oder anderen Tipp für die Gegner auch geben, aber ich glaube nicht, dass er im Moment auf Tipps von mir angewiesen ist, sondern wirklich so gut spielt, dass er das selber lösen kann.